Hallo, ihr Landratten! Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 6. Ich bin Captain Iglo und hab genau an dem Punkt aufgehört. Hast du gut ausgesucht? Schieß, Ohr, schieß! Duido, Duido! Das hast du gut gemacht. Thanks. Schwimm weiter, Junge. Ich schwimm ja schon. Er taucht gleich wieder auf. Weißt du, vorhin hast du ein ganzes Magazin gebraucht und jetzt... Schwimm, du Saftarsch. Schieß! Schwimm weiter. Ich schwimm doch schon. Schwimm schneller. Ich schwimm. Eines Tages erzähl ich deine Geschichte und erzähl, du wärst mit Piraten unterwegs gewesen. Scheiß Killerfisch. Moment, ich muss wieder hoch. Muss ich runter? Ich hab doch keine Ahnung. Ich will hier raus. Ist er wieder da? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Nie wieder Fischstäbchen. Nie wieder Fischstäbchen. Oh, hier? Ja, hey. Es geht. Du wirst mir nie abgelaufen, was gerade war. Irgendwas mit Piraten. Nee, es ist einfach ein großes Fischstäbchen. Captain Iglos Rache. Aha, die Rache des Captain Iglo Omega. Also, dass das jetzt funktioniert, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Come on. Over here. Come on. Hä? Brauchst du Hilfe? Wo willst du hin? Ich hab dein Symbol hier gerade oben gesehen, da wollte ich jetzt mal nachgucken. Ich stand hinter dir! Ich hab dein Symbol gerade ernsthaft oben gehabt. Da wollte ich mal nachgucken. Oh, hi! Fischchen ist pissig! Also, Fisch geht mir echt auf den Keks, ey! Oha! Slow-mo! Ich konnte meine Waffe auch nicht wechseln. Ich hab wie ein Blöder draufgehalten. Pistole juckt denn anscheinend kein Stück. Deswegen wollte ich die Waffe wechseln. Das hat er aber wegen der Slow-Mo nicht angenommen. Ich find's übrigens schön, dass die Pistole in den Cutscenes immer die mächtigste Wumme ist, aber... Okay, gehen wir halt auf was anderes. Okay. Nehme ich eben meine Pumpe. Okay, ich muss zugeben. Das ist verdammt cool hier gerade. Ich verstehe nur nicht, warum zur Hölle die uns Pistolenmunition hinrotzen, wenn die nichts bringt. Alter, was ist das für ein Vieh? Ich würde mal sagen, ein mutierter Hai. Kit. Lebst du noch? Ja, aber ich bin leer. Shit, muss nach. Ja, super. Ich kann super, ich auch. Dynamit, wo? Oben. Nein! Muss nachladen! Ich auch. Wie unfair. Ich musste wegen der Sequenz nachladen, dadurch wurde das Nachladen abgebrochen. Und dann, als ich das Ding gesehen habe, durfte ich nochmal nachladen. Ich hasse dieses Quicktime-Gespamme. Es ist ja nicht mal Quicktime-Gespamme, also. To be honest. Das ist ein Slow-Mo gemischt. Nee, was mich hier gerade nervt, ist, dass dieses Slow-Mo dein Gameplay abfuckt. Okay, ich sag's mal anders. Das Skript an sich nervt. Ich meine, der Boss an sich ist cool. Ja, wenn du diese scheiß Skript-Sachen nicht wären. Ist auch immer der schneller sein kann. Lass nach, Mann. Juhu! An sich ist das gerade verdammt cool. Ich nehme mal ein paar Schuss auf. Okay. Okay, danke. Ich hätte das in der Zeit nicht geschafft. Ich habe deswegen das MG ausgerüstet. Haben wir es geschafft? Müssten. Alter Schwede. Gott, war das wie nervig von den Skripts her. Unzufrieden. Aber immerhin, wir haben Wildwasserbahn mit einem Hai gespielt. Der Boss war cool. Kurz, aber cool. Aber dämlich umgesetzt vom Skript. Ja, weil schlicht und ergreifend, das Slow-Mo fuckt dich einfach. Mhm. Das ist das Problem dabei. Das Slow-Mo fuckt dein Gameplay.
Es macht es dir unmöglich, eine Waffe zu wechseln und nachladen ist für dich quasi Instant Kill. Du musst also im Grunde genau wissen, wann das Ding... Och nö. Hui! Och nö! Haben die schon wieder eine Stadt in die Luft gejagt? Ja, wo Leon unterwegs ist, brummt der Bär. Alter Schwede. Stell dir vor, wie er gelebt hat. And destroying the evidence. Bille, bille, bille. Thank God you're still alive. Where's Simmons? After speaking with you, he left. In a hurry. Shit. Where did he go? As he was leaving, he was talking to someone on the phone. He didn't sound too happy. Any way we can find out where he went? Don't worry. I've got a tail on him. He's on his way to the airport right now. Oh, I love you, Hannigan. Preparing to leave China. Auch wenn ich mich eins frage. China. Er weiß genau, dass sie auf unserer Seite steht. Warum entsorgt er sie nicht? Naja, kommt ein bisschen doof, wenn er sie auf einmal umbringt. Naja, Kollaborateur. Einfach in den Knast werfen, irgendwas erfinden, von wegen hat mit Leon zusammengearbeitet. Beweise braucht er trotzdem. Ja, er kann einfach mal eine Anschuldigung rauswerfen. Naja, ist auch egal. Hannigan ist badass. Wir müssen Simmons stoppen und ihn sofort in die Custody nehmen. Right. We have no evidence. And right now, you two are on the top of their list of suspects. No. Ja, das wissen wir. Und wer hat's verbockt? Hey, du. Die komische Frau, deren Namen man sich nicht merken möchte. Can you do that? What? Of course. But they'll figure it out eventually. Ah, ich verstehe. We're going to China. Nach China? Erinnerst du dich noch an das Tutorial-Level? Das war China? Ja, überall japanische Schriftzeichen an den Wänden, doch. Jetzt, wo du es erwähnst, sah ich ziemlich chinesisch aus. Ist doch schön, dass das Tutorial dir einfach vorwegnimmt, wo du hinfliegen wirst in der Story. Nein, das hat's mir nicht vorweggenommen. Wohl, das hat es mir nicht vorweggenommen. In der Einleitung wurde in keinem Wort gesagt, dass das China ist. Na, wenn man sich umguckt, sieht man's. Nicht unbedingt. Schon mal was von Chinatown gehört? Also sorry, nee, da muss ich jetzt fair sein. Da muss ich sagen, nee. Da hat mir die Einleitung nichts vorgenommen. Ich verstehe immer noch nichts hier mit diesem, ja... Ein Gegner mit einem schnellen Schuss ausgeschaltet. Warum soll ich das machen? Ein Tier getötet? Ich habe ein Tier getötet? Wann das denn? Ich werde mal was Tier getötet. Hä? Ein Partner in Not geholfen? Ja, ja, ja. Feinde zurückgedrängt, Rang A. I don't get it. Das sind nur diese kleinen digitalen Schwanzvergleiche für Highscore-Kiddies. Ach, ein Tier getötet. Ja, der Hai. Ich bin viermal gestorben? Du wurdest mal geköpft, dann wurdest du gefressen. Okay, okay. Mach auf weiter. Yay! Wir nehmen zwar nicht mehr auf, aber... Also wir nehmen zwar noch die jetzt noch auf, bis das nächste Kapitel anfängt, aber wir zeigen das jetzt noch. So. Was möchte ich da upgraden? Ich glaube, ich nehme Nahkampf raus und kaufe mir dafür Schusswaffe. Geringfügige Erhöhung der Schusswaffenstärke. Scheint mir ganz wichtig. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich auch erstmal was anderes hochleveln. Ich meine, ich benutze Nahkampf oft. Also was ich zum Beispiel drin habe, Rückstoßreduzierung, kritische Treffer, ruhige Hand. Das ist immer das, was ich benutze. Nur mal so, Leute, falls ihr jetzt irgendwie schon Kommentare schreibt von wegen, baut das und das und das und das, das würde mir nicht viel helfen, weil bis jetzt ist noch nicht mal Part 1 oben. Just saying. Also, da werden noch viele Parts ins Land gehen. Ja, doch. Ich muss erwarten, bis er das Farmbell hat. Deswegen, ja. Ich kaufe mir Nahkampf. Komm, YOLO. Ja, einer muss Nahkampf machen. Und ich mache das gerne. Und Schuss... Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Schusswaffen keinen Schaden machen. Muss ich sagen. Nur jetzt kann ich mir eh nichts mehr leisten.
Schnelle Erholung, stark im Team. Nö. Verlassen. Haben wir halt Nahkampf Level 2. Auf nach China! Yay! Yay! Sushi für Sushi iPods. Essen. iPods! Noch mehr iPods! Zeit für das iPod-Gedicht. Sollen eine Gruppe von Zombies für Unruhe, indem sie denen auf die Beine schießen? Was? Was für ein Hinweis war das denn gerade? Press A to do something awesome. Kampfenergie. Leute kloppen ist anstrengend. So, wettert jetzt mal was? Ladevorgang. So. Yay, Tote im Flugzeug. Balm, jetzt pass mal auf die nächste Szene auf. Ich passe auf. Auf jeden Fall haben wir endlich mal wieder frische Klamotten an. Fällt dir jetzt gerade irgendwas auf? Jetzt gerade? Jetzt im Moment? Ziemlich geiles Flugzeug. Nicht mal das. Worauf willst du hinaus? Wir wurden für tot erklärt. Sitzen in einem Linienflieger. Bewaffnet. Oh. Stimmt. Ich meine, du kommst nicht mal mit einem fucking Nagelklipser durch den Zoll. Wouldn't stop Simmons. Besides, you started growing me a little bit. Ich hasse dich auch. Haben wir wirklich unsere Waffen? Ja, haben wir. Wo, warte mal. Den Beweis kannst du gleich sehen. Ich zum Beispiel an der Seite. Da, ja, ich sehe meine beiden Pistolen, ja. What the fuck? Wie? Wir sind in... Überraschung. Okay, ich verstehe, was du meinst, wohl. Wir sind in einem fucking Linienflieger. Es ist 2013. Und wir dürfen unsere Knarren dabei haben. Oh nein! Oh nein! Schätze mal, das geile Ding... Sprüche auflaufen. Ich schätze mal, das Ding kann das Ding nicht fliegen, oder? Kümmern wir uns um das Ding durch. Geh auf, ich verlasse das Spiel hol. Das war mir einfach nur Genugtuung, einfach mal auf ihn zu ballern. Weil wir machen heute nicht mehr, weil meine Festplatte ist fast voll. Das Problem ist halt, ich habe noch Mario-Aufnahmen. Die habe ich noch nicht gerendert. aber was man mal machen könnte, Bonusmaterial, Sammlungen. Kann ich mir das da jetzt wirklich freischalten? Oder... Ich guck mal kurz was. Ach, das sind Texteinträge. So. Könnt ihr euch ja auf Pause drücken und dann durchlesen, wenn ihr möchtet. Du kannst zum Beispiel, ich habe jetzt bei Leon auch da so eine Helena Action-Figur zum Angucken. Guck ich gleich. Also wie gesagt, wenn ihr das lesen wollt... pausiert das Video und lest es euch durch. Ist ja zum Glück immer einseitig. So, jetzt gucken wir uns mal die Figuren an. Ah, wie cool, da kommt wirklich so eine kleine Actionfigur raus. Ach ja. Hast du auch schon eine? Ich hab die Leon und die für Helena. Ach, du hast Leon auch schon. Ich komischerweise nur Helena. Alter, die von Helena sieht cooler. Helena ist ziemlich sexy. Doof wie Brot und ihr Satz. Ihr was? Achso, Moment, ihr Satz? Stimme abspielen, Y. I did this. It's all my fault. Oh. I did this. Alles ist meine Schuld. I did this. Das ist, glaube ich, eher ein Sexspielzeug, was ich hier in der Hand halte. So, meinst du Hydra? Nee, das, was Helena sagt, das klingt eher, als wäre sie ein Sexspielzeug. Weil ich kann nicht klar verstehen, was sie sagt. Also im Deutschen sagt sie, das war alles meine Schuld, ich war das. Bei mir sagt sie... bei mir, was ich verstehe, it's all my fault, das verstehe ich. Aber dann, ich weiß, sie sagt, I did this... Alles, was ich verstehe, I did this. Okay, so klingt das hier. So klingt das von ihr. Was sagt Leon eigentlich? Habe ich gar nicht drauf geachtet. It's just like Raccoon.
sie sprechen alle als Figuren nicht wirklich deutlich, kann das? Im Deutschen ist es ein Ticken erträglicher. It's just like Raccoon, ja, okay. Ja, und mehr haben wir ja hier noch nicht. Mhm. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, nach welchen Kriterien sie den Scheiß freigeschaltet haben. Ich schätze mal mit den Medaillons, die wir sammeln, oder? Pff, kein Schimmer. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade mal so ein paar Minuten Zeit, sag ich mal. Und Videosequenzen? Ach, guck mal, da ist das alles chronologisch angeordnet. Ach hier, 29. Juni, da geht also das von Leon los. Dann kommt irgendwann was mit Ada dazwischen, dann mischt sich Chris offenbar hier nochmal ein. Da sind wir eine ziemlich lange Zeit lang nicht und hier sind jetzt wir. Okay. Okay, das mit den Videosequenzen hier ist gar nicht mal schlecht gelöst. Aber wir sehen, dass ganz zu Anfang geht noch was mit Chris und Jake los. Und oh mein Gott, von Jake ist eine Menge im Anfang. Und dann kommt er eine Zeit lang gar nicht. Erst wieder, wenn sie dann im Flugzeug sind. Das ist interessant. Also okay, das muss ich wirklich sagen, das finde ich interessant. Mit den Videosequenzen hier. Dass das angezeigt wird, wann was passiert, sodass man, wenn man es nochmal nachgucken möchte, dass es dann richtig verständlich ist. Das ist gut gemacht. So, wenn sie jetzt noch die Story an sich im Spiel erklären würden. Ja. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Resident Evil 6. Ist heute mal eine kurze Folge. Gewöhnt euch dran. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute.